Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video nehme ich euch mit hinter die Kulissen bei meinem letzten Musikvideodreh zu dem Musikvideo Up and Down von Damagee. Bevor dieses Video beginnt, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Niklas, ich betreibe die Videoproduktionsfirma Nick Visuals Media und auf diesem Kanal nehme ich euch mit hinter die Kulissen bei meinen Produktionen, zeige euch Tipps und Tricks zum Thema Filmmaking und vieles andere. Und in diesem Video, wie gesagt, nehme ich euch mit hinter die Kulissen bei einem Musikvideodreh für das Rap-Video Up and Down. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann checkt gerne die Beschreibung aus oder guckt in die Infocard, da habe ich euch das Video auf jeden Fall verlinkt. Ihr seht es auch im Hintergrund abspielen und im heutigen Video nehme ich euch, wie gesagt, hinter die Kulissen mit, zeige euch das Equipment, was ich benutzt habe, zeige euch die Techniken, die ich benutzt habe. Und wenn ihr euch für das Equipment, was ich benutzt habe, interessiert, dann guckt gerne in die Beschreibung. Ich habe euch da alles aufgelistet oder auch auf meiner Website. Da habe ich nämlich nochmal alles nach Kategorien sortiert. Da ist es nochmal ein bisschen einfacher, das zu finden. Und abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Aber wir jumpen mal direkt rein in das Video. Erstmal danke an Levi und Lina für die Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Levi, ein Kumpel von mir, hat die Behind-the-Scenes-Aufnahmen, also die Videoaufnahmen gemacht und auf meinen Social Medias, da könnt ihr mir auch gerne folgen. Die Links dazu sind auch in der Beschreibung. Da sind quasi noch Fotos dann, die entstanden sind, die Lina netterweise zur Verfügung gestellt hat. Erstmal ein paar Grundfakten zu dem Video. Das Video wurde an 2 Drehtagen realisiert. Es gab 5 Locations mit so ein paar Unterlocations quasi nochmal. Die Hauptproduktionskamera war die Blackmagic Pocket 4K mit dem Metabones Speed Booster und dem Sigma 1835. Ich habe keine einzige Aufnahme mit einem anderen Objektiv aufgenommen, also alles mit dem Sigma 1835 und mit einem Promist-Filter, der so ein bisschen Bloom in die Highlights reinbringt, das ganze Bild so ein bisschen softer macht, also den habe ich aber selber gebaut, diesen Promist-Filter. Ich werde euch aber auch einen guten Filter verlinken. Ich habe mit 125% das Lied abgespielt, sodass man das im Nachhinein dann quasi auf 80% Geschwindigkeit runterslowen kann, dass es so ein bisschen Slow-Motion ist. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen gewissen Vibe quasi dem Song, beziehungsweise dem Video, und das ist eine Technik, die ganz oft benutzt wird, und bei so einem Rap-Song kann man nicht mehr als 125% machen, weil da sind Double-Time-Parts drin und dann ist es total schwierig für den Künstler quasi im Video zu performen. Was das bringt, ist quasi, dass ich im Endeffekt, wie gesagt, eine kleine Slow-Motion reinbringen kann. Deswegen habe ich auch mit 30 FPS gefilmt und nicht mit 24 FPS und habe das Ganze dann auf 24 FPS quasi mit 80% runtergeslowt, und dadurch sind die Aufnahmen ein bisschen smoother und wackeln nicht ganz so viel, vor allem wenn man so viel Handheld filmt. Am ersten Drehtag hatten wir die erste Location als ein Parkhaus quasi uns ausgesucht, und bei diesem Parkhaus haben wir dann quasi einen Audi RS3 mitgenommen von einem Kumpel, und dann haben wir quasi diesen Audi RS3 da in der Ecke gestellt, oben auf dem Parkhausdach quasi, und dann haben wir halt die Performances gedreht. Bei dieser Location hatten wir kein Licht, denn wir haben halt eben mit der Sonne gefilmt, weil wir im Hintergrund die Stadt haben wollten, und deswegen hat es nichts gebracht, mit dem Reflektor oder so zu arbeiten. Und da wir auch schnell wieder weg sein wollten, haben wir dann quasi nur mit naturellem Licht bei dieser Location gearbeitet. Um die Musik abzuspielen, haben wir eine UE Boom benutzt. Das ist so eine Musikbox, die ich besitze, und es hat auch ganz gut geklappt. Und ich habe das quasi dann vom Handy abgespielt, habe das quasi in die Kamera gehalten, so damit man halt eben sieht, wann ich das abspiele und damit ich das besser synchronisieren kann. Habe auch internen Sound aufgenommen in der Kamera und habe das quasi so synchronisiert. Diese Szenen habe ich quasi dann alle Handheld gefilmt. Das habe ich extra gemacht, damit das Ganze ein bisschen einen wackeligen Look bekommt, damit das Ganze ein bisschen aggressiver wirkt. Ich habe aber auch mit dem Easy Rig von Wevor gearbeitet. Das habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt, oder auch ein anderes Easy Rig, was teurer ist, habe ich euch auch verlinkt. Ein Easy Rig lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall, wenn man eine große Kamera besitzt, und mein Blackmagic Rig, die ganzen Einzelteile sind wie gesagt in der Beschreibung, das ist halt eben ein bisschen schwerer, deswegen habe ich das benutzt. Und was ich auch benutzt habe, ist eine Matbox von Small Rig, die kann ich euch auch nur empfehlen, damit man halt keine Flares im Bild hat, also wenn die Sonne quasi so ins Bild reinscheint quasi so stark. Und dann habe ich noch einen ND-Filter benutzt von Urt. Ich kann euch die nur empfehlen, Gobi und Urt, das ist eigentlich die gleiche Marke. Die machen sehr gute ND-Filter, die aber richtig günstig sind. Ich habe euch die auch in der Beschreibung verlinkt. Das habe ich gemacht, damit ich halt den Shutter Speed richtig einstellen kann und trotzdem den Hintergrund noch unscharf haben kann. Dort haben wir dann ein paar Performances aus verschiedenen Winkeln gefilmt. Leider nicht ganz so viel, wie wir uns erhofft haben, denn dann kam irgendwann die Security und die haben uns dann rausgeschmissen quasi, aber ganz nett. Und dann mussten wir uns halt noch eine zweite Location, die wir uns auch vorher geplant hatten, raussuchen, wo wir dann hingefahren sind, also ein weiteres Parkhausdach, wo wir dann die B-Roll-Szenen aufgenommen haben. Also diese ganzen Autoszenen, die quasi zwischendurch eingeblendet werden, die sehen zwar vielleicht so aus, als wären die in der gleichen Location gedreht, das ist aber eigentlich ein Parkhaus, was so
500 Meter ungefähr, oder ja doch 500 Meter passt eigentlich, ungefähr entfernt von diesem Parkhaus liegt. Und das Ganze sieht aber meiner Meinung nach so aus, als wäre es bei dem Parkhaus von vorher gewesen. Dort haben wir dann, wie gesagt, einfach B-Roll aufgenommen, also so Zwischenszenen, alle in Slow Motion gefilmt mit 60 FPS und aus der Hand. Ich habe dann quasi versucht, so smooth wie möglich die Kamera zu bewegen. Ich wollte da jetzt nicht noch einen Gimbal rausholen, weil wir auch nicht so viel Zeit hatten. Und dann habe ich das Ganze im Nachhinein einfach mit dem Warp Stabilizer in DaVinci quasi langsamer gemacht. Ich habe auch gerade DaVinci gesagt, ich war immer ein Premiere-Benutzer, aber das war das erste große Projekt, was ich mit DaVinci geschnitten habe, und darauf werde ich gleich nochmal eingehen am Ende. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht von dem Programm. Als wir dann die ganzen Car-Interior-Scenes und quasi Detail-Shots von dem Auto im Kasten hatten, sind wir dann zu der dritten Location gefahren, und zwar zum Monte Schlacco. Das ist so ein Schlackeberg, in Siegen ist der, und da kann man dann quasi so hochgehen. Ich weiß nicht, ob das so ganz legal ist, aber auf jeden Fall kann man da diesen Berg hochlaufen. Das war sehr anstrengend, mit dem ganzen Equipment da hochzulaufen. Wir haben das Ganze extra so geplant von der Zeit, dass wir quasi beim Sonnenuntergang da sind. Wir waren ein bisschen zu früh da, mussten ein bisschen abwarten, weil sonst wären die einen Aufnahmen komplett hell noch gewesen. Also das war noch wirklich lange vorm Sonnenuntergang und die anderen quasi komplett dunkel. Aber ich finde, das Ganze hat eigentlich ganz gut funktioniert dort. Dort haben wir dann mit einem Reflektor gearbeitet. Und zwar hat der Besitzer des RS3 quasi diesen Reflektor gehalten. Den habe ich mitgenommen, den habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt natürlich. So ein ganz billiger Reflektor hatten wir da. Und den haben wir dann quasi, weil wir gegen die Sonne gefilmt haben, weil wir die im Hintergrund haben wollten und das dann immer besser aussieht nochmal und mit der Stadt im Hintergrund, haben wir das Ganze dann halt so gemacht mit dem Reflektor, dass wir so auch immer ein bisschen mehr Licht in das Gesicht von Merlin bringen. Und das hat auch gut geklappt, meiner Meinung nach. Hier habe ich auch wieder die ganzen Aufnahmen mit dem Easy Rig und mit ganz normal Handheld gefilmt und habe so smoother Bewegungen quasi gemacht, um den Vibe so ein bisschen, es war ein bisschen smoother als bei den anderen Locations, was ich da gemacht habe, was meiner Meinung nach auch besser gepasst hat zu diesem Sunset-Vibe. Und generell habe ich versucht, so ein bisschen so einen Kontrast in das Video reinzubringen zwischen den Locations. Am zweiten Drehtag, wo ich auch gleich natürlich noch drauf eingehe, hatten wir dieses Fabrikgelände und hier hatten wir diesen Feel-Good-Vibe. Wir haben auch noch ein paar B-Roll-Szenen da oben gefilmt, also so Szenen, wo er quasi ankommt, also wo er quasi mit den, ich habe die Schuhe gefilmt, wie er so dahin gelaufen ist über die Steine, und das finde ich hat auch ganz gut in dem Video gepasst. Bei dieser Location habe ich dann auch mal meine Drohne rausgeholt, das ist die DJI R2S, ich habe da auch noch ND-Filter draufgepackt, damit das Ganze vom Shutter-Speed her auch klappt. Ich wollte eigentlich auch mehrere Performances wirklich filmen mit der Drohne, die Drohne so ein bisschen als Kran benutzen. Also normalerweise hat man bei einer großen Produktion einfach so einen Kran dabei, um so Crane-Shots zu machen, aber dafür war das Budget und die Zeit einfach nicht da, und auch bei der Location wäre das gar nicht gegangen. Deswegen wollte ich die Drohne benutzen. Leider hatte ich nur die Büsche nicht mit einkalkuliert an den Seiten, und deswegen war das schwierig, die Drohne wirklich so nach links und nach rechts zu fliegen, ohne dass man irgendwo gegenfliegt. Und das ist mir dann natürlich auch irgendwann passiert. Ich habe nicht richtig darauf geachtet. Wir hatten nicht mehr viel Zeit, weil die Sonne am Untergehen war. Und dann bin ich irgendwann in so einen Busch reingeflogen. Und dann ist die Drohne aus 1,50 Meter oder so auf den Boden geknallt. Und es ist aber nichts passiert. Es sind nur ein paar Steine, Sand. Also ganz kleine Steine quasi in die Motoren reingegangen. Also in einen Motor hauptsächlich. Und dann muss ich dann zu Hause mal mit so einem Objektivreinigungsgebläse einfach mal da drauf pusten. Und dann war der Sand auch wieder weg. Und dann ging wieder alles. Also gab kaum einen Kratzer. Könnt ihr damit aufhören, was sie wollen, ne? Mit dem Busch. In einer Zukunft folgen, ne? Denn das bleibt mir anderes übrig, außer mein Hobby zu leben. Ich würde das auch durchziehen, ohne dass Spotify regelt. Das geht dann nach jedem. Kommen wir dann aber auch jetzt schon zu der letzten Location von diesem Tag. Das ist keine richtige Location, aber wir haben ja noch so Carshots gefilmt. Die sind relativ am Ende vom Video erst platziert. Habe ich bewusst gemacht, weil es halt da eben ein bisschen dunkler wird im Video. Und meine Blackmagic war mir dafür ein bisschen zu teuer. Die Kamera wurde dann natürlich außerhalb des Autos quasi befestigt. Und ich habe noch nie vorher mit diesem Car-Mount, den ich da benutzt habe, gearbeitet. Der heißt Fat Gecko. Ich habe euch den auf jeden Fall verlinkt. Der hat 3 Saugnäpfe. Und ich war auf jeden Fall positiv überrascht. Es gab kaum Wackler, also es hat natürlich ein bisschen gewackelt, weil das Auto hat auch eine sehr harte Federung, und deswegen, das ist halt ein Sportauto, ein Audi RS3, und ich habe dann halt eben die Canon EOS M50 benutzt, in 4K kann die aufnehmen mit dem Canon 1855, weil das Bildstabilisierung hat, ist das leider nicht so lichtstark, deswegen muss ich den ISO auf 2000 oder so stellen, hat aber meiner Meinung nach echt gut geklappt, vor allem mit der Rauschreduzierung von DaVinci, finde ich, ist das ganz gut geworden. Das heißt, ich habe, wie gesagt, diesen Fat Gecko Mount vorne auf die Haube quasi drauf gemacht. Da hatte der RS3-Besitzer auch ein bisschen Angst, weil das Ganze war auch ein bisschen heikel so. Also kann man auch mal sich eine Delle reinmachen, ist aber natürlich nichts passiert.
und wie gesagt, die Canon M50 draufgepackt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich da einen Promist-Filter drauf hatte. Ich glaube auch, einfach um damit die Straßenlaternen und die ganzen Schilder und so, die Leuchten im Hintergrund so ein bisschen noch so einen Glow-Effekt bekommen. Das habe ich aber auch im Nachhinein nochmal ein bisschen eingefügt. Und was wichtig war, dass ich im Auto noch ein Licht platziert habe, beziehungsweise zwei Lichter. Einmal so ein kleines LED-Panel, was ich mit Gaffer-Tape ist ganz wichtig bei solchen Drehs, quasi befestigt habe am Armaturenbrett. Das hat gut geklappt eigentlich. Das hatte ich ganz normal eingestellt auf so weißes Licht, einfach um das Gesicht ein bisschen zu heller zu machen. Aber zusätzlich habe ich auch noch hinten im Auto ein LED-Panel mit einem blauen Gel festgemacht mit Gaffer. Und dieses blaue Panel sollte quasi noch so einen Farbkontrast erschaffen, damit man quasi so hinten so Akzente in Blau hat an seinem Hinterkopf. Und von vorne kommen dann immer diese orangenen Straßenlichter ins Bild. Und ich finde, das hat echt gut gepasst. Und dieser Orange-Teal-Look, finde ich, sieht total gut aus in dem Video. So, gehen wir jetzt auch mal direkt zum zweiten Drehtag. Und zwar hatten wir da nur eine Location quasi, ein altes Fabrikgelände. Aber in dieser Location haben wir uns quasi mehrere Locations quasi rausgeholt. Nochmal, also wir hatten quasi zwei verschiedene Hallen und nochmal den Gang quasi. Die erste Teil-Location war die kleine Halle quasi. Dort sind wir angekommen. Wir hatten einen Stromgenerator dabei, den ich mir ausgeliehen habe, der mit Benzin läuft quasi. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viel Watt der kann. Ich glaube, irgendwie 1000 Watt oder so kann der. Das Licht war ein LED-Licht, was ich benutzt habe. Also ich habe noch ein Licht aufgebaut. Das war auch der Hauptgrund, warum ich den Generator dabei hatte. Und zwar das Godox SL60W mit einem Regenschirm. Nicht Regenschirm, sondern mit so einem Schirm, der quasi so reflektiert, damit man so eine größere Fläche hat. Und das Licht, das, wie der Name schon sagt, 60, SL60W, das braucht nur 60 Watt, aber diese Nebelmaschine braucht, glaube ich, 400 Watt oder so. Auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, die Nebelmaschine angeschlossen und dieses Licht. Das Licht habe ich quasi auf die Seite der Fenster gestellt, einfach um die Fenster so ein bisschen zu imitieren und damit man nicht sieht, dass es wirklich ein Licht ist, was da auf ihn strahlt aus der anderen Richtung oder so. Es war einfach nur, um sein Gesicht ein bisschen heller zu bekommen. Hat meiner Meinung nach auch echt gut geklappt. Dann haben wir den Raum, wie gesagt, ein bisschen vollgenebelt, den Nebel ein bisschen verteilt. Und ich finde, das Endresultat kann sich auf jeden Fall sehen lassen. In dem Raum haben wir auch noch so ein bisschen B-Roll-Szenen aufgenommen von den Industriegegenständen, die da noch rumlagen und von dem ganzen Müll, der da rumlag. Und diese Aufnahmen haben wir dann quasi für das ganze Fabrikgelände benutzt, wenn die Szenen quasi eingeblendet wurden. Dann gehen wir direkt mal zur zweiten Location über bei dieser Location. Und zwar war das die große Halle, die ist wirklich nur 50 Meter entfernt oder so. Und bei der Halle haben wir keine Lichter benutzt, einfach aus dem Grund, weil wir wollten da jetzt nicht irgendwie Lichter jedes Mal umstellen bei jeder Aufnahme, weil wir halt auch ziemlich weite Shots, also Wide Shots quasi mit 18 mm gefilmt haben und von relativ weit weg, um die Location halt so darzustellen. Und dann hätten wir das die ganze Zeit rumräumen müssen, da hatten wir keine Lust drauf. Und das Licht war meiner Meinung nach auch ziemlich gut bei dieser Location. Und bei diesem Drehtag hatten wir übrigens auch dann die Behind-the-Scenes-Fotografen dabei, also die ganzen Behind-the-Scenes-Fotos, die in einer guten Qualität sind, die sind alle an diesem Tag entstanden. Genau, bei dieser Halle haben wir dann natürlich wieder mit dem Easy-Rig und Handheld gearbeitet, aber, und das ist der Unterschied zu den anderen Locations, ich habe mein Gimbal rausgeholt. Und zwar besteht aus einem Crane 3S von Sion. Und ich habe so einen Small Rig, so einen Ring quasi, damit man das Ganze besser halten kann. Und dann habe ich dann noch so einen Monitor dran festgemacht von FearWorld, den gleichen, den ich auch sonst benutze. Den habe ich euch natürlich auch verlinkt. Die dritte Unterlocation von diesem Fabrikgelände war dann quasi draußen, also dieser Gang quasi zwischen den verschiedenen Hallen. Und da haben wir dann auch wieder das Gimbal benutzt. Diesmal, wie gesagt, mit dem Easy Rig zusammen. Also das Easy Rig haben wir quasi an dem Gimbal-Ring festgemacht. Dadurch gibt es zwar Vibrationen im Bild, die ein bisschen stärker sind und es wackelt halt ein bisschen mehr, weil die Bewegung vom Rücken quasi über ins Gimbal gehen, aber dafür ist mein Rücken nicht ganz so belastet worden und sonst hätte ich das gar nicht geschafft, die ganze Performance durchzuziehen mit diesem Gimbal. Wie gesagt, haben wir dann halt eben mit dem Gimbal gefilmt. Ich bin rückwärts gelaufen und ich hatte quasi immer jemanden hinter mir, der mir gesagt hat, wenn ich über irgendwas stolpere oder so. Aber wir haben halt auch noch einen zweiten Winkel von der Seite gefilmt bei dieser Location. Und das habe ich dann Handheld gemacht, einfach um nochmal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Als letztes haben wir dann auch noch die Drohne rausgeholt. Ich habe leider das falsche Kabel dabei gehabt, um den Controller mit meinem iPad zu verbinden. Deswegen konnte ich das nur mit meinem Handy verbinden und das Kabel war einfach nicht gut. Und generell sind DJI-Drohnen viel besser ausgelegt für Apple-Geräte. Ich habe ein Android-Gerät und aus diesem Grund ist die App mehrmals abgestürzt, während ich geflogen bin. Das ist immer
ziemlich beschissen. Man hat immer Angst, dass die Drohne abstürzt, macht sie aber nicht. Die kommt einfach irgendwann wieder zurück oder bleibt in der Luft einfach stehen. Und deswegen hatte ich aber ein bisschen mehr Angst. Also ich habe dann versucht halt quasi noch diese Szenen, die ihr ganz am Anfang des Videos seht, zu bekommen. Und hat meiner Meinung nach auch ziemlich gut geklappt. Als letztes gehe ich jetzt nochmal quasi auf den Editing-Workflow ein. Ich habe, wie gesagt, das erste Mal so richtig mit DaVinci gearbeitet, mit so einem großen Projekt. Ich habe auch vorher schon mehrere kleine YouTube-Videos, also die ganzen YouTube-Videos vor diesem Video, sind auch fast alle mit DaVinci geschnitten, also die letzten 10 oder so oder 5. Aber das sind ja keine großen Projekte. Hier bei diesem Projekt hat man hunderte Gigabyte und vor allem zig, ich habe glaube ich 50 Videospuren übereinander oder so. Und es hat echt gut geklappt, war sehr smooth zu schneiden, aber was mich halt am meisten natürlich gecatcht hat und der Grund, warum ich überhaupt zu DaVinci gewechselt habe, ist eben das Color Grading. Und ich finde, ich bin zwar noch kein Profi im Color Grading, aber ich finde, man sieht das auch, dass dieses Video halt auch nice gecolorgraded ist. Nicht alle Shots habe ich gut hinbekommen, ich hatte auch nicht so viel Zeit. Aber vor allem die Sonnenuntergangsshots, finde ich, sind sehr gut gelungen. Und auch in dem Fabrikgelände teilweise und auch das in dem Auto, finde ich, ist auch sehr gut geworden. Und könnt ihr mir ja mal in die Beschreibung schreiben, wie ihr das Color Grading so findet von dem Video. Ich finde auf jeden Fall, dass das Ganze auf jeden Fall ein krasses Upgrade gegenüber Premiere ist, was Color Grading angeht. Das soll es aber auch schon von diesem Video gewesen sein. Schreibt mir gerne euer Feedback zu dem Musikvideo in die Kommentare und checkt das Musikvideo auch aus, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Checkt, wie gesagt, gerne die Beschreibung ab. Ich habe euch da alles verlinkt, was mein Equipment angeht. Und schreibt mir auch gerne Videoideen in die Kommentare, wenn euch irgendwas interessiert. Ich beantworte auch gerne eure Fragen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.